Okay, also wir machen jetzt hier einen Jungfernflug mit diesem, mit dieser lustigen Rakete, liebe Okay. Zuschauer. Ich bin gespannt. Irgendwie funktionieren nämlich auch die Seitwärtstriebwerke gerade noch nicht, aber naja, Die werden okay. bestimmt gleich noch anspringen. Die sind mit Sicherheit einfach nicht an den Wasserstofftank angeschlossen. Vernünftig, du Idiot. Natürlich! Ah, warte, natürlich. Ich bin gespannt, ey. Ich habe ein bisschen Angst. Mach bitte nicht die ganze Station kaputt hier. Ich versuch's. Genau. Ja. Er fällt hier runter. Also stürzt bitte irgendwo anders ab. Riesigen Feuerball, Junge. Ja. So. Soll ich den Countdown geben oder so? Ja. Muss dazu sagen, liebe Zuschauer, wir haben absolut überhaupt keine Ahnung von Space Engineers. Besonders Morten nicht, der die Rakete gebaut hat. Aber er braucht noch einen Augenblick. Kann gut, einer mal das... Ah. Oh. Ja, juhu. Ey, das sieht... Ey, du bist immer in einem Meter beim Boden hoch. Boden. Ey, immerhin ist es nicht kaputt gegangen, ne? Scheiße. Also, ich hab mal gehört... Dir, so haben sich die Nazis mit ihrer V2-Rakete damals auch gefühlt. Die sind nämlich auch ständig umgefallen. Aber lustiger wäre es gewesen, wenn die Rakete jetzt noch auf Mortens anderes Schiff gefallen wäre und es quasi mit in den Tod gerissen hätte. Ja, aber es war wenige Zentimeter davon entfernt. Jetzt frage ich mich, warum? Weil du nicht genug Schubkraft hattest vielleicht? Das kann Alter, sein. Da hinten ist ein riesengroßes Viech. Ja gut, warte mal, vielleicht für die Masse. Du musst doch auch einsteigen. Ey, nicht, was machst du? Ich gucke jetzt nur was. Er fliegt. Jetzt bloß nicht Space drücken, bitte. Warum ist das? Oder nach vorne oder so? Nein. Danach musst du, nachdem du Space drückst, musst du engineeren. Okay, ich baue das Ding mal wieder auseinander. Ja, liebe Zuschauer, wir melden uns nach einem zweiten Versuch dann. Ach. Schraub, schraub. Gut. Genau, und da fliegst du jetzt hin. Liebe Zuschauer, jetzt muss ich abgeschleppt werden. Und Morten versucht das mit so einem Blockverbinder. Ja, und das ist auch das erste Mal, dass wir sowas versuchen. Ja, ist der Blockverbinder denn überhaupt an bei dir da? Ja, der ist weiß. Das dann, also dann ist der weiß, oder was? Okay, ich versuche das jetzt mal. Ah, warte, kannst du eben da dein Gefährt, das Füßchen da wegmachen, was da noch stört? Rechts. Und pass auf mit meinen Turbinen, die können dich verbrennen. Ja, ich bin schon weg. Er lacht, so, ist es wirklich so? Oh, es läuft. Ob das hier so funktioniert? Ja. Oh, oh. Ja. Hört sich gut an. Schleppt. Alter. Wie geil ist das denn?
Herzlich willkommen zu Space Engineers. Wir fliegen ins Weltall. Juhu, Morten ist da. Moin. Der hat diese wunderschöne Rakete gebaut hier. Der Reacher ist da. Ja, moin, moin. Und der Hungerhaken ist da. Wunderschönen guten Abend. Ja. Oder sollen wir dich Mike, Dominik und Martin nennen? Ist eigentlich egal. Du kannst mich auch Sissi nennen, wenn dir das gefällt. Du kannst jeden von uns so nennen. Ja? Ich kann jeden von euch Sissi nennen, okay. Ich reagiere auch auf Martin und Mike. Gut, also Konzentration. Ich starte das Ding jetzt. Ja. Hoffentlich. Oh mein Gott, ich bin echt aufgeregt. Wo fliegen wir überhaupt hin? Auf den nächsten Mond. Auf den nächsten Mond, okay. Ja, erstmal aus der Gravitation raus und dann auf den Mond. Hoffentlich. Soll ich noch einen Blueprint machen von der Rakete, sicherheitshalber? Hab ich schon. Hast du schon, okay. Aber ich muss noch kurz pipi, Moment. Ey, Junge! So, ich hab selber noch mal kurz, wenn ich drin sitze, kann ich auch einfach Steuerung jetzt B drücken. Jetzt gerade mal nicht meine Nerven strapazieren. Jetzt fahr doch, ey. Die sind wirklich hart. Jetzt fahr doch los. Okay, davor. So. Trick, oh, ich kann Licht an ausmachen. Ja, lass es. Achtung, es geht los. Ah! Oh, da geht was. Oh mein Gott, es geht los. Geil. Wow. Oh, ist das schnell. Aber ist das schnell. Die ist ja ganz schön stabil, die Rakete, ey. Alter Schiede, ey. Wie schnell fliegen wir überhaupt? 70 Meter pro Sekunde. Ja. Ansteigend. Das ist schon mal nett. Wir haben gleich Maximalgeschwindigkeit erreicht. Mopsgeschwindigkeit. Mopsgeschwindigkeit. 100 Meter pro Sekunde. So ziemlich zumindest. Das ist echt ziemlich geil gerade, muss ich zugeben. Oh, ich bin aufgeregt. Also, bei ungefähr 5500 bis 6000 Metern trifft sich Wir verlangsamen. Quasi. Wir verlangsamen. Was? Warum? Ja, sagt mir meine Anzeige. Ja, meine auch. Mann, dann, du bist zu fett. Ich bin nicht zu fett. Ja, jetzt habe ich aber auch die Hydro-Dinger angeschaltet. Warum? Weil wir uns verlangsamt haben. Lass die einfach mal nur an. Ja. Kein Gas geben, nur anlassen. Scheiße, ich habe die nicht eingestellt auf anlassen. Fuck! Kannst du mal machen. Das hatte ich nämlich vergessen. Ja, kann ich jetzt nicht mehr. Soll ich das eben machen für dich? Nein, kannst du nicht. Dann hör auf Gas zu geben, hör auf Gas zu geben. Hydro-Large, ne? Und immer nur stoßweise. That's what she said. Ah. Oh. So, jetzt müssen wir hier durch ziehen. Ich sag mal, jetzt ehrlich, nur stoßweise, nicht die ganze Zeit durchpowern, bringt dir gar nichts. Jo, sind wir jetzt überhaupt? Er hört nicht. 8000 Meter. Er verkackt. Wir fallen gleich, ich merk's schon. Keine Ahnung. Wieso fallen wir gleich, weil der Sprit dann leer ist, oder? Nein. Ja, weil der Martin nicht hört, die Fotze. Ich bin schon geflogen. Ich war schon auf dem Mond. Ich hab den nur da gecrashed. 10.000 Meter. Ah, nice. Geht aber ganz schön schnell. Ja. Was, Sprit schon alle? So. 4, 5 aus. Ja, Sprit ist alle. Super. Schon wir die sterben. Ganze Zeit. Nein. Ja, weil du nicht gehört hast. Wir sterben. Ah. Na toll. Sterben wir wirklich? Ja, wir sterben. Echt? Wow, bei mir? Warum? Na, egal. Haben wir nicht so einen hydrogenen Tank mit da drin? Kann ich noch aussteigen und hier irgendwas reparieren oder so? Wenn du hinterher fliegen möchtest. Naja, wir bewegen uns mit 78. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nein, es geht wieder los. Ja, ja. Achso, wo kriegst du jetzt den Schub her? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber wir entfernen uns vom Planeten. Wir sind aus der Atmosphäre raus. Fuck you, Physics. So, weil soweit ich das nämlich meine, und das war nämlich bei meinem ersten Flug ebenfalls so, regenerieren die beiden Sauerstoffgeneratoren, die ich drin habe, genug Schub, um jetzt die beiden Dinger da anzufeuern. Hast du die denn überhaupt an? Die habe ich an. Achso, dann backt einfach nur meine Ansicht gerade, weil bei mir sieht das so aus, als wären die aus. Soll ich mal Hydrolat den Schub überbrücken? Nee, du kannst einfach mal nichts tun. Also. Wie, ich kann nichts tun? Aber das mache ich doch den ganzen Tag. Mhm. Ja, sei stolz drauf. So. Ich esse jetzt ein paar Nüsse. Nom 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 nom. Aber das That What She Said wird nicht abgewählt. Doch, absolut. Nein, dafür wäre ich schon. Es muss sterben. Nein.
absolut keine sterben. Sorge. Wir sind 41.000 Meter, das heißt. Ah! Oh, oh kein, hier. Keine Schwerkraft. Oh, jeez. Nice. Oh, jeez. Und das sieht anscheinend jetzt so aus, als wenn wir an Sternen vorbeifliegen. Ja. Ich habe keinen Helm auf. Brauchst du in der scheiß Kapsel auch nicht. Ja, aber wenn wir nachher auf dem Mond aussteigen. Ich glaube, dann sitzt er relativ schnell einen auf. Der Typ. Also, das traue ich ihm zu. Genau, also ich würde gerne noch ein Stückchen weiter weg. Also so auf. So rechts unter. So rechts unter uns. Seht ihr übrigens den anderen Planeten. Mhm. Und dann in weiter Ferne auch den noch anderen Planeten. Ah ja. Also ach, rechts hinter uns, hinter dem roten, ne? Der rote ist quasi so ein Mars-ähnlicher Planet und der dahinter ist so ein Alien-Planet, also so ein erdähnlicher grüner Todesplanet mit echt fiesen Spinnenzerstörern. Wenn man sie anhat, ja. Das kann ich ja später auf jeden Fall mal machen. Ja, macht ja sonst keinen Spaß. Können wir nicht einfach in die Sonne fliegen? Ja, das kann man machen, irgendwann mal herausfinden. Im Fall als Nee, wir haben noch keine Gravitation. Also. Ja, hat der Mond überhaupt eine Schwerkraft? Ja. A bisschen. Aber wir klatschen ziemlich schnell runter, fällt mir gerade mal auf. Wir haben die Dämpfer arbeiten. Und wir haben noch. Ah, so, jetzt kommen nur 5. Jetzt sind wir da am Mond. Der könnt ihr mir mal die Meteranzeige zum Mond? Ah, 2400, alles klar. Ja. Okay. Dann werfe ich jetzt mal die Dämpfer an. Die sind an. Die Dämpfer sind an. Ja, ja. Deswegen sterben wir nicht, ne? Deswegen klatschen wir einfach nicht auf Boden auf. Aber gib ein bisschen Gas, weil sonst bleiben wir gleich stehen. Ja. So ist gut. So. Aber wo macht die Dämpfer die Meteranzeige? Mal eben aus. Mach die Dämpfer mal aus. Kurz. Ich weiß nicht, wo die Meter. Warte mal. Du musst im Cockpit drin sitzen, Dominik, dann siehst du es. Ah ja. Und wenn du. Ah ne, siehst du auch, wenn du von draußen bist. Ich sieh's halt nur von hinten. Wir sind ungefähr 1000 Meter vom Boden entfernt. So, ich mache jetzt die Dämpfer an. Die sind da schon an, immer noch. Ja. Und jetzt da irgendwo am besten direkt an der Eisgrenze landen. Auf dem Eis. An der Eisgrenze irgendwo landen. Ja. Einfach. Easy. Ist das Stichwort. Ja. Ah, nicht zu schnell beantworten. Meter, 500, 600. Ja, die Dämpfer sind jetzt an. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Ja, sieht gut aus. Ja, das Licht bringt noch nichts. In die Parking Position. Komm, das sieht hier sehr hügelig aus, alles. Ja, jetzt gehen wir hier runter. Hier runter. Ja, okay. Am besten direkt entweder auf dem Stein oder auf dem Eis. Aber auf keinen Fall dazwischen. Also Eis und Stein, das geht gar nicht. Da rutschen wir einfach weg. Aber jetzt hier runter. Oh krass, wir sind nur noch in 150 Metern Höhe. Ja. Ich will eigentlich da auf dem Eis landen. Ganz ja, brauchst du nicht. Lande hier auf dem Stein, das ist doch besser. Dachte, sieht sehr gut aus bisher. Welche Taste noch für den Helm? J, ne? Ja, J. Oh, die Tanks sind leer. Welche? Die Wasserstofftanks. Also unser Treibstoff. Kein Thema. Achtung. Aber wieso steht hier Oxygen High? Dann können wir ja atmen hier, oder nicht? Nein. Ja, nur in der Kabine, du Affe. Aber du kannst. Achtung. Den Helm abnehmen. Wir sind dabei auf dem verfickten, sich bewegenden tatsächlich. Yeah! Touchdown! Und Lock. Yeah! Oh! Nice. So, wer will zuerst aussteigen? Ich? Nee, Morten darf zuerst aussteigen. Ja. Ich will nicht. Du bist gelandet. Steig aus. Raus mit dir. Raus. Nee, dann geh ich. Dann bin ich das Bauernopfer. Nein. Wir haben es geschafft, sogar ohne Schaden. Bam. Station. Wir sind voll die Pioniere, ey. Aber... Oh, guck mal über uns. Das. Oh, jeez. Oder warte, ich muss erstmal... So, schnell eine Plattform bauen. Erstmal einen Plattform bauen. Hinsetzen. Plattform bauen. Oh, guck mal, unberührte Natur. Ich hab nichts dabei, um eine Plattform zu bauen. Oh, ist das schön. Warte, okay, dann lass es. Lass mal einen Stahlklotz hier hinsetzen. Warte.
Guck mal, Natur, lass uns das mal kaputt machen. Unberührte Natur. Oh, ja. Wie geil. Oh, ist das scheiße.